Hallo, ich bin Großmeister Michael Marin und ich lade Sie ein, einen aggressiven Repertoire für Schwarz gegen die italienische Partie zu untersuchen. Die italienische Partie ist eine sehr alte Eröffnung. Darüber haben Damiano am Anfang des 16. Jahrhunderts und Greco am Anfang 17. Jahrhundert geschrieben. Und sie haben sie wahrscheinlich auch gespielt. Man nannte sie auch vor viele Jahrhunderte Gioco Piano. Das heißt das ruhige Spiel, die ruhige Partie. Man muss etwas verstehen. Die Grecos-Partien zum Beispiel waren gar nicht ruhig. Das war seine Lieblingsvariante. Das ist ein Gambit und das ist gar nicht ruhig. Aber man muss mit dem Königsgambit vergleichen. Denn der Königsgambit war die populärste Eröffnung nach F5. Hier haben die Spieler drei und werden sogar vier Züge machen, ohne direktes Bauernkontakt und Figurenkontakt. Okay, für dieses Standard ist das ruhiges Spiel. Welche Varianten können hier sich ergeben? In der 19. Jahrhundert war der Evans Gambit sehr populär. Das bleibt noch immer eine interessante Eröffnung, aber ich habe später erklärt, dass es auch einige Begrenzungen hat. Also Schwarz ist hier gar nicht in Gefahr. Er hat sogar Chancen auf Vorteil zu hoffen. Es gibt diese symmetrische Variante, die ziemlich interessant ist. Okay, das ist nicht langweilig. Nach Rochade, natürlich gibt es D3, das ist schon etwas anderes, darüber werden wir später reden. D4, aber dann ist Läufer D4 in Ordnung. Und der Hauptzug bleibt C3. Wie gesagt, jetzt ist dieser der prinzipielle Zug, der aktivste Zug. Aber hier wissen wir seit langem, dass Weiß keine reale Chancen für Vorteil hat. Das Spiel von Schwarz ist relativ einfach. Das ist etwas komplizierter. Das ist ziemlich modisch. D5. Und jetzt entweder nach diese Züge oder wenn der Läufer nach E2 geht, steht eine interessante Struktur. Weiß hat mehr Raum, aber die schwarze Leichtfiguren sind aktiv. Die Frage ist, ob Schwarz den weißen Zentrum irgendwie angreifen kann. Und endlich gibt es hier der Zug D3. Das ist Gioco Pianissimo. Darüber werden wir in dem nächsten Video sprechen.